Bam! Oh, Alter, was geht ab, Leute? Ich bin hier, weil mich die Nocturne Quest, Nocturne Rocket Subs, sag immer Quest, hierher verschlagen haben. Dachte ich mir, mach ich schnell die Arena noch, weil ich habe die fast auf Gold gehabt. Echt nur noch ein, zwei Kämpfe. Hatte mich einer ein bisschen zu früh rausgekickt, aber zwei Nocturne heute gemacht? Nee. Check das Video von gestern ab. Ich war wieder so knapp an dem 100er. Ich habe mich sogar diesmal verbessert. Von 98er Attack 14 auf 98 Attack 15. Ist aber natürlich trotzdem nicht das, was wir sehen wollen. Wo ist das noch schon? Oh Gott. Leider nicht mehr. Und rechtzeitig denn Nick Café oder Nick Key Café, ich weiß nicht, wie das heißt. Sieht so aus, als würden die zumachen. Zum Glück habe ich die Arena jetzt auf Gold, bevor die zumachen und der Stop vielleicht oder die Arena entfernt wird. Ihr wisst Bescheid, Leute. Wir holen uns Labgas ab. 11:31 wollen wir sehen. Die letzten Versuche heute und dann ist das Event zu Ende. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Wie war das Event für euch? Für mich bisher eigentlich ziemlich leidend. Und immerhin, oder immer noch, leiden. Fette Schlange. Für irgendwelche Schuhe wahrscheinlich. Interessant. Wittelsbacher Brunnen. Die wahrscheinlich beliebteste, aktivste X-Raid Arena hier in München. Allgemein Arena, hier geht immer ein Raid. Falls ihr in München seid und nicht wisst, wo ihr raiden sollt, kommt zum Wittelsbacher Brunnen. Ihr wisst, X-Raids triggern ist wieder wichtig. Einladung will man bekommen, denn Mewtwo mit Spukball ist in den X-Raids. Und das nicht lange, nur so 8 Wochen oder sowas, 7 Wochen glaube ich. Das heißt nicht viele Versuche, immer schön jede Woche triggern, immer schön jede Woche einmal einladen lassen. Und ja, dementsprechend sind wir hier, auch wenn ich die Arena schon auf Gold habe. Wir machen diesen Giratina-Raid hier für die Einladung und für Shiny oder 100er Giratina. So, los geht's. 20 Leute, obwohl nicht 20 Leute da sind. Ihr wisst Bescheid. Aber sollte schnell gehen. Ich pack hier meinen 100er Dialga aus. 100er Giratina würde noch für meine 100er Drachensammlung fehlen. Und 100er Rayquaza, Dialga, ne Dialga habe ich. Giratina, beide Formen. Ansonsten war's es. Sonst habe ich alle Drachen auf 100. Legendär. Ja. Das sieht doch gut aus. Schadensbälle gleich sehr wenig, aber egal. Das ist der Freund Bonus regelt. Und was wollen wir sehen? 19:31? 19:31. Wenigstens ein Shiny, komm. Ein Shiny. Ein Shiny. Nichts hier. Ich habe herausgefunden, wieso die da anstehen. Nicht wegen irgendwelchen Schuhen, sondern wegen irgendeiner Fitness-Influencerin. So Leute, wir holen jetzt dreimal die Quest ab, holen nochmal dreimal die Quest, dann steigen wir in den Bus, bis wir einen Shiny Sengo bekommen. L26, sehr knapp, aber nicht das, was ich sehen will. Schade. Kommt noch ein Highlight? Ich befürchte nicht. Kommt noch ein Knaller?
für dieses Event. Drei Versuche haben wir noch, glaube ich. Oder sechs. Wenn ich die drei abhole und dann am Ende vielleicht nochmal. Aber wird knapp. Fazit-Time. Ich habe eine kleine Überraschung noch. Nee, kein Shiny Zengo. Aber ich habe gerade eben, einfach so durch Drift zufällig, Handy lag einfach so da, ich habe nicht mal drauf geschaut, ein Pantimimi gebrütet. Immerhin das. Natürlich nicht Shiny, das wäre zu krass gewesen. Aber immerhin den Dex-Eintrag, also scheint doch relativ häufig gewesen zu sein. Ich habe, glaube, 4-5 Eier gebrütet in der Zeit. Also, ja. Zumindest, das ist ein kleiner netter Abschluss. Ansonsten lief es nicht so erfolgreich. Checkt den Livestream von gestern ab. Da waren wir dann noch die letzte Stunde unterwegs auf der Jagd nach dem Shiny Zengo. Boah, 18 Uhr, 19 Uhr bin ich glaube ich in den Bus eingestiegen. 18.30 Uhr bis 21 Uhr, bis wir live waren, war ich im Bus und dann noch die letzte Stunde rumgelaufen von einem Zengo zum anderen, aber der wollte einfach nicht kommen. Mein Glück ist einfach aufgebraucht. Nach dem Ultra-Bonus, nach dieser krassen Zeit, verständlich, es kann nicht durchgehend so krass, so saftig laufen, haben wir jetzt eine Ebbe erreicht. Ist okay, Shiny Zengo. Mein Zengo ist jetzt nicht allzu selten, also vielleicht kriegen wir jetzt demnächst noch einen. Gebiet ist natürlich keine Chance erstmal, außer wir rotieren irgendwie oder wir fliegen irgendwann mal irgendwo hin, aber habe ich nicht vor. Nach was 100 gibt es auch genug Wahrscheinlichkeiten und Chancen, irgendwelche Events, irgendwelche Wasser-Events. Lapras zurück in den Raids, vielleicht wieder mal eine Lapras Quest, eine normale. Also da mache ich mir keine Sorgen, vielleicht irgendwann Krypto-Lapras. Neue Kryptos wurden angekündigt oder gefunden, nicht angekündigt. Ein neuer Ladebildschirm wurde auch gefunden. Interessante Sachen sind mit dabei. Bloß meine große Sorge ist, wenn neue kommen, was passiert mit den alten? Werden die seltener, verschwinden die, rotieren die aus? Weil ich brauche immer noch meinen Nocturne. Das heißt, wir gehen auf die Jagd und haben jetzt Zeitdruck. Weil wir wissen, neue Kryptos stehen an. Das heißt, wir müssen unseren Nocturne davor noch irgendwie bekommen. 100er erlöst. Aber jetzt noch kurz zum Event. An sich, ja, die Quest war verrückt. Und entweder konnte man sie machen oder man konnte sie nicht machen. Klar, man hätte in der Zeit noch schnell irgendwelche Freunde adden können. Und da Geschenke rausholen können und die brüten können. Und dann die Pokémon tauschen können. Aber das wäre mir, um ehrlich zu sein, zu viel Aufwand gewesen. Aber nichtsdestotrotz hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich meine, dass wir ein regionales überhaupt bekommen, das wir momentan nicht haben. Das an sich ist doch eigentlich schon mal sehr, sehr nett. Auch wenn die Aufgabe recht schwer war, fand ich es jetzt schon cool, dass wir ein regionales bekommen haben, das wir nicht haben. Ansonsten, die anderen Sachen waren jetzt auch nicht so schlecht. Reduzierte Stoppkosten beim Tauschen nimmt man immer gerne mit. Überall, wo man Stopp sparen kann. Das mit den Stops, das war relativ unnötig. Ich habe keinen einzigen neuen gedreht, aber selbst wenn. Es gibt ja Events, wo es mehr EP gibt für neue Stops. Wenn du das jetzt während dieses Events hier gedreht hast, nur für Doppel-DP, sag ich mal. Dann hast du ja deine ungebrauchten Stops sozusagen verbraucht. Und falls jetzt wieder das Klasse-Event kommt, wo es viel, viel, viel mehr EP gibt für ungedrehte Stops, dann hast du keine mehr, weil du jetzt die in diesem Event hier gedreht hast. Deswegen, das fand ich irgendwie komplett useless. Antimimi, ja, das ist so eine Sache. Wie gesagt, ich habe es nicht drauf ankommen lassen. Ich habe nicht krass gebrütet. Zum Glück habe ich den trotzdem bekommen. Nicht shiny, aber trotzdem immer in der Dex-Eintrag. Aber da würde ich mir keine Sorgen machen. Der kommt mit der Zeit irgendwann, also lasst euch da Zeit, macht euch da nicht verrückt. Die Lapras-Quest war okay, für mich jetzt zum Beispiel, weil ich noch Lapras gejagt habe. Nasknet und Freundschaft habe ich komplett ignoriert. Die Quest war mir sowas von egal. Für mich hat die nicht mal existiert, also dazu kann ich nichts sagen. Im Großen und Ganzen war doch eine nette Zeit. Schöner Zeitvertreib, ich hatte jetzt die letzten 4-5 Tage genug zu tun. Hat mich gefreut, checkt die Videos von den letzten paar Tagen ab. Ansonsten schreibt unten in den Kommentaren, wie ihr das Event fandet, wie war eure Ausbeute.
Und ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.